Hey Leute, willkommen zurück zu Heavenly Sword. Wir befinden uns gerade mit Kai auf einer Rettungsmission und müssen Nariko aus dem Knast rausholen und... Nariko? Kai? Du solltest nicht hier sein. Komm nach Hause mit Kai. Du musst brav sein. Ich kann nicht nach Hause kommen. Nicht bevor Bohan tot ist. Kai will jetzt nicht spielen. Ich will, dass du nach Hause kommst. Hör mir zu, Kai. Das hier ist kein Spiel mehr. Versuch das endlich zu begreifen. Bitte. Hilf mir, das himmlische Schwert zu bekommen. Merk dir genau, es ist im Arsenal. Bitte, Kai. Ich hab niemanden sonst. Kai war auch allein. Ich hab Kakerlaken gegessen. Doch Nariko fand Kai. Und Kai war nicht allein. Und Nariko war auch nicht mehr allein. Kai hilft dir. Oh. Wie putzig. Zing Zang. Ich würde gern wissen, was mit ihr los ist. Sie scheint leider nicht so ganz richtig im Kopf zu sein, aber trotzdem ist sie eine ganz liebe. Ein ganz liebes Kätzchen. Du musst das Schwert finden. Du musst das Arsenal finden. Das hat Nariko gesagt. Aber diese Festung, wie riesig groß die ist, oh, ne? Von hier kann ich die ganze Welt sehen. Naja, nicht ganz. Das verhindert die Erdkrümmung, liebe Kai. So. Wollen wir doch mal sehen. Was kommt hier noch wieder an fiesen Schurken auf uns zu? Erstmal gar nichts. Oh, ah, vergesst das. Da ist einiges an fiesen Schurken. Aber wieder ganz viel Feuer und Feuerwerk. Die sind so blöd. Oh, oh, oh. Alter Schwede, eine ganze Armee und die müssen wir ausschalten? Das ist ja super. Oh. Hallo? Nein. Wie hoch muss ich denn noch zielen, sag mal? Wow. Hi. Ich geh gleich mal auf das Fass hier. Bam. Nicht schießen. Au. Sag mal, das lenkt mich total ab, merke ich gerade. Hallo. Komischer Helm, Mann. So, erstmal die Typen da oben, weil ich glaube, die haben eindeutig die bessere Schussposition. Oh, guck mal, da drin sind lauter Vasen. Ganz viele Vasen sind da, die hole ich mir erstmal. Weiter schießen! Ja, mach ich doch. Bamsi! Ich hätte mal einfach so in den Unterleib schießen, das ist voll gemein, ich weiß, aber effektiv. Wow! Alles klar. Boah, Kinder. Wollen wir die halt alle auch noch treffen da oben? Hallo. Ist mal gut jetzt, ne? Ach hier, sind ja neue gekommen. Oder bist du noch die ganze Zeit da gewesen? Bams. In den Arm, du Schwein. Sind das immer drei Vasen? Dann tue ich ja gut daran, die immer alle drei zu erwischen pro Areal. Denk. Warte mal, warte mal. Mach ich jetzt mal anders. Hallo. Ist gut jetzt. Nicht auf die liebe Kai schießen. Au, ich krieg die ganze Zeit Schaden. Feige. Ist feige. Ich sollte vielleicht in Deckung gehen. Oh, unten sind ja auch noch welche, sehe ich gerade. Wo sind der hin? Ach, da versteckt er sich. Feige Willy Wutz hier. Guck mal, die sitzen alle hinter der Deckung, die Schissers. So. Bringt dir nichts, ne? Bürgern bereit machen. Das sind Armbrüste, aber ist egal. Autsch. Ach, guck mal, da oben sind ja auch noch welche. Au. Ihr könnt doch nicht die kleine Kai abschießen. Ich hab's getan. Warte mal. Da wäre es auch wieder clever, wenn ich mit Feuerwerk arbeite. Feuerwerk.
Ja, das tut jetzt weh, mein Freund. Das ist so gut. War's das jetzt? Ich glaube, das war's, oder? La 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 la. Heps. La 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 la. Ja, Zing Zang, ne? Da fällt es mir gar nicht schwer, irgendwie Titel für diese Videos zu finden. Bei ihr ist alles einfach. So, meine Liebe, dann hopp hopp. Aber ich sag ja, ne, was für Luschis, wenn man mal drüber nachdenkt. Das sind echte Luschis, diese Typen. Die müssten eigentlich viel besser ausgebildet sein. Buhan bringt Nachbar gegen Nachbar, Bruder gegen Bruder auf. Und sie haben zu viel Angst, um nicht zu kämpfen. Aber sie müssen nicht sterben. Ich erinnere mich an eine Technik, die mir mein Vater beigebracht hat. Sie lähmt den Körper zeitweise, hält den Geist aber wach. Oh Mann, und wie mache ich das? Welche Technik? Welche Technik? Okay, wie soll ich das jetzt machen? Ich bekomme ja keine Anzeige, wie was funktioniert. Muss ich die jetzt einfach kontern? Oh. Ach, und dann Kreis. Okay, okay. Alles klar. So geht das also hier. Warte, dann muss ich einfach nur warten, bis die kommen. Und dann konter ich den Kram. Oh, jetzt Quadrat. Jawoll. Das klappt ja. Ja, Jungs, ich will euch nicht töten. Ihr seid mein Stamm. Ihr seid mein Volk. Gelähmt. Sehr schön. Autsch. Seid nicht so gemein zu mir. Und. Wie das klappt, sehr gut. Na, kommt. Na, ich wollte nicht zuschlagen. Das ist sehr doof vom Timing hier alles. Na, kommt. Jawoll. Ja, noch einer. Sie können jetzt in allen Stellungen Level 3 Superstile verwenden. Level 3 Superstile sind verheerende, wenn sie richtig... verheerend, wenn sie richtig eingesetzt werden. Ich kann diese Superschläge nicht kontern, irgendwie frag ich nicht warum. Ja, Wolzken. Na komm. 8 Stück. Sag bloß, ich krieg hier mal 3 Symbole, das wäre ja super. Ich krieg das nicht hin mit diesem Superangriff, dass ich das pariere. Sehr gut. Und... die liegen schon alle ineinander hier. Au! Könntest du nicht machen. Lasst euch doch einfach von mir betäuben, dann ist alles gut. Wie viel sind das eigentlich? 15 insgesamt, oder wie? Ja, sind 15. Schlag mich doch nicht so doll. Und alle 15 betäubt. Sehr schön. Ja, ich hätte sie auch einfach schnetzeln können, aber das wäre feige gewesen. Das sind meine Leute. Aha. Na, Bohan, kommst du jetzt selbst runter, du Feigling? Ich bin die Einzige, die übrig ist. Jetzt lass mich gehen. Geduld, mein Liebling. Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Schade.
Zeit für deine Tierchen. Jetzt gibt's Ärger. Oh nein. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, die Leute zu töten. Ich meine, wer weiß, was jetzt mit ihnen passiert. Am Ende werden die verfüttert an irgendwas. Ach so. Ja gut, warum auch immer ich das machen kann. Ich muss die jetzt wohl unten alle abschießen, kann das sein? Nee, was soll ich machen? Ich kann einfach nur hier drüber rennen, ganz schnell. Muss ich vielleicht diese Fässer abballern da, diese Feuerwerksdinger? Warte mal, ich mach das mal. Überraschung! Überraschung! Und das bringt mir was? Echt jetzt mal, muss ich das tun? Muss ich alle Fässer hier zerstören? Dass vielleicht so irgendwas einstürzt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie schön, dass dir das Spaß macht. Aber ich weiß es nicht, was hier der Sinn der Sache ist. Badapeng. Nee, da unten geht's auf jeden Fall nichts. Da auch nicht. Ich glaube echt, ich muss hier alle Fässer kaputt machen. Oh nee, ich muss hier weiter. Warum sagt mir das keiner? Warum sagt mir das keiner? Ich find's ja lustig. Es ist so ernst, aber gleichzeitig auch noch so humoristisch. Oh, oh, oh. Oh, oh, jetzt kommen die von allen Seiten, oder was? Nein, das ist gemein. Ich hab's gewusst, ich hätte die ganzen Fässer nicht zerstören dürfen. Oh, oh. Nein, auf den Kopf. Auf den Kopf. Oh, nee. Ah. Nein. Geht weg. Ich hau mal ab, ja? Alles cool. Alles cool. Guck mal, Kätzchen, wie sie abgeht. Das ist ja mal der Hammer. So, Freunde. So nicht. Ah, beinahe auf die Glatze gezwirbelt hier. Jetzt brennt das Ganze noch. Sag mal, das gibt's doch nicht. Das ist so fimschig manchmal. Mit dem Zielen hier. Oh! Oh Mann. Oh Mann. Komm schon. Auf die Glatze. Ritze, Ratze. Auf die Glatze. Jawoll. So ist schön. Und die dritte noch. Komm. Zeig mir deine Glatze. Wunderbar. Kann ich jetzt? Dankeschön. Westturm. Westturm. Geht nicht. Oh, kommen da noch mehr jetzt, oder was? Nee, da drüben ist auf, sehe ich gerade. Schnell, Kätzchen, schnell! Haha. Haha. Wie soll er da liegen? Das ist aber nicht der Westturm, oder? Keine Ahnung. Ich brauche ein Passwort. Gib mir das Passwort. Hui! Spielen! Hallo? Mach doch mal auf. Das ist jetzt aber doof.
Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, den Turm zu öffnen? Sieht nicht so aus. Wenn ihr mich fragt. Nee, leider nicht. Oh, da sind ja noch mehr. Hi. Na? Oh, oh, oh. Lasst mich mal. Ihr seid eh viel zu schwerfällig. Hört doch gleich auf und lasst euch erschießen, Mensch. Oh, das ist nix. Ich kann sein Hirn sehen. Ja. Musst du aber ganz genau hinsehen. Ich muss ein bisschen drüber zielen, sonst treffe ich da nicht. Oh, oh. Hi. Nee, andere Richtung. Kannst du mal aufhören, so hin und her zu laufen? Das ist voll feige. Suchen Sie den Kommandanten im Westturm auf. Kann ich jetzt hier raus? Nein, immer noch nicht. Dann ist wohl doch das hinten da, der Westturm. Aber wie agil sie ist, das gibt's ja gar nicht. Das sagt man ja allen Asiaten nach, dass sie angeblich Karate oder Kung Fu können und sehr, sehr gut trainiert sind. Aber das ist Quatsch. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Sprache sehr, sehr leise ist. Böser kleiner Troll. Und eines Nachts schlitzt dir den Hals auf. Feuerwerk. Hat sie mich gesehen? Geh weg. Hier ist keiner. Ich mag Feuerwerk. Ja, Feuerwerk ist super. Ach. Oh Mann, da muss ich jetzt durchschießen, bis in das kleine Fenster dort. Ach, du liebes bisschen. Na komm, das kriegen wir hin. Lalalala. Kätzchen. Aber ich finde, sie sieht eigentlich ziemlich gut dafür aus, dass sie sich so lange von Kakerlaken und eben niederen Insekten ernährt hat, oder? So Würmer und so. Dafür hat sie eine ganz schön gute Haut. Vielleicht ist das ja so ein Beauty-Rezept. Sie sieht halt nicht so abgeranzt aus wie Schabe, wie dieser Typ da, der Sohn von Bohan. So, warte. Ne, ich gehe lieber ganz, dass ich genau drauf schieße. Genau, ne. Hier hin. Macht's, glaube ich, ein bisschen einfacher, die Flugbahn beizubehalten. Oh ja, oh ja, oh ja. Na, freust du dich schon da drin? Ich meine, Feuerwerk, ne? Immerhin Feuerwerk. Ist cool. Als wenn ihn das jetzt nicht raustreibt, dann... Okay. Affenpfirsich. Das Passwort heißt Affenpfirsich. Danke. Affenpfirsich. Was ist das denn für ein Passwort, sag mal? Gibt's hier noch vielleicht einen Krug oder sowas, den ich zerstören kann? Ja, ich hab's mir gedacht. Und, na. Ding. Yay, ich hab alle, glaube ich. Das ist ja cool. Ich hab alles. Und einen Affenpfirsich. Warum Affenpfirsich? Wer kommt denn auf so ein Passwort? Ich sag ja, das ist eigentlich von der Thematik hier alles richtig ernst und böse, aber es ist so locker, locker, easy, leger und wie auch immer man das noch benennen soll. Es macht einfach Spaß. Hallo! Verdammt, Passwort! Affenpfirsich! Eindringling! Eindringling! War nur Spaß. Hab dich ganz schön erschreckt, was? Tut mir leid, hier wird es manchmal etwas zu. Komm mal rein. Zickzack. Ach Leute, das ist so schön. Es ist so schön, das Spiel. Oh. Oh oh. Hätte ich gedacht, dass mir das Schwert einmal fehlen würde. Doch jetzt möchte ich es einmal mehr halten, um es durch Fleisch und Knochen zu schlagen. Ohne es fühle ich mich leer.
Ja, ich glaube, das ist der Fluch. Scharfes Tier töten. Au. Autsch. Was soll denn das? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss erst einen Schildbrecher machen, glaube ich. Ja. Definitiv erst ein Schildbrecher. Ah, du Penner. Den hier und dann. Hoch. Wow. Oh, ich wollte noch mal rollen. Doch, habe ich. Zeige ich dir. Immer wieder dasselbe machen, dann geht das. Na komm. Peng, Schildbrecher und dann das hier. Schildbrecher. Ist eigentlich ganz einfach, aber ich weiß nicht wie. Bringt das überhaupt was oder muss ich da irgendwas Bestimmtes mit ihm machen? Muss ich hier irgendwo runtertreten oder was? Ja, so hast du keine Chance, Freund, ne? Ich kann ihn auch nicht finishen. Nee, ich glaube, irgendwas muss ich hier anders machen. Das geht so nicht. Na komm, Freund. Komm, Kleiner, komm, komm, komm. Irgendwo muss hier was sein. Muss ich ihn aus der Arena treten? Ich weiß es nicht. Macht da eben so Geräusche. Hä? Was muss ich denn machen? Gebt mir mal einen Hinweis hier. Ach so, das war's. Das war einfach nur ein ewig langer Kampf gegen das Vieh. Na toll. Na? Keine Chance gegen Nariko. Oh, noch spannender, das wird ja herrlich. Noch spannender. Das heißt, Höhenflug. Na gut, Leute, ich werde aber den Part beenden an dieser Stelle. Ein Like, wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part, wenn es wieder heißt Heavenly Sword.